Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert, wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Und seitdem ich das Knobi Vital nehme, bin ich schmerzfrei. Selbst die Ärzte waren da total von dem Zogi. Es ist, hat tatsächlich was gebracht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Drehscheibe Lausitz. Immer zur vollen Stunde. Jetzt hier im Elsterwelle Fernsehen. Mit Informationen aus der Lausitz und Sachsen. Schönen guten Abend zur Drehscheibe am Dienstag, dem 14. April. Die Bahn will in den kommenden Jahren ihr Gleisnetz und ihre Bahnhöfe in Sachsen erneuern und ausbauen. Heute wurden die einzelnen Bauabschnitte vorgestellt. Mehr als 2 Milliarden Euro will die Bahn bis 2019 dafür investieren. Knapp 2 Milliarden Euro sollen in den kommenden Jahren in Sachsens Schienennetz fließen. Davon 90 Millionen Euro in die Bahnhöfe und 50 Millionen Euro in Anlagen zur Energieversorgung. Allein für dieses Jahr sind Investitionen von rund 430 Millionen Euro für die Infrastruktur in Sachsen vorgesehen. Blicken wir mal nach Leipzig. Dort werden aktuell die Bahnsteige im Hauptbahnhof verlängert. Wir sehen aktuell die Bauarbeiten am Bahnsteig 10 und 11 und am Bahnsteig 15. Und in der zweiten Jahreshälfte werden wir diese fertiggestellten Bahnsteige bewundern können. In Chemnitz beispielsweise, dort ist der Hauptbahnhof in den letzten Jahren für über 100 Millionen Euro erneuert worden. Wir haben dort eine komplette neue Gleisinfrastruktur. Wir haben ein modernes elektronisches Stellwerk, also auch für Chemnitz beste Voraussetzungen, um Schienenverkehr zu machen. Und auch in Dresden werden wir 2016 die S-Bahn auf separaten Gleisen Richtung Radebeul, Richtung Meißen fertigstellen können. Man sieht jetzt hier noch im Stadtgebiet von Dresden die Ausbauten zwischen Dresden-Neustadt und Dresden-Trachau in Richtung Radebeul, kann man das sehr schön sehen. Also auch diese Maßnahmen werden im Jahr 2016 vollendet sein. Weiterhin sollen neben den Aus- und Neubauprojekten bis 2019 63 Brücken, 360 Kilometer Gleis und 397 Weichen in Sachsen erneuert werden. Gerade in diesem Bereich müsse ein gewisser Rückstau abgearbeitet werden. Wir werden 2019 mit den Brücken natürlich noch nicht fertig sein. Also es gibt in Sachsen noch viel mehr Brücken. Also das heißt, wir werden auch im nächsten Jahrzehnt, würde ich sagen, noch sehr stark in Brücken investieren. Aber die positive Botschaft ist, dass es sozusagen jetzt diese Verstärkung kommt und dass wir eben die Eisenbahninfrastruktur für die Zukunft fit machen können. Bahnkunden müssen sich also in den kommenden Jahren immer wieder auf Einschränkungen einstellen. Die Bahn will aber möglichst viele Baumaßnahmen gleichzeitig realisieren. Wichtig ist, dass wir die Einschränkungen für die Fahrgäste hier relativ gering halten können. Und hier ist eine sehr intelligente Planung erforderlich, eine gute Abstimmung mit allen Beteiligten, damit wir einen sehr, sehr kurzen Zeitabschnitt nur brauchen, um möglichst viele Bauarbeiten gebündelt durchführen zu können. Auf der Strecke Dresden-Berlin soll Ende 2017 der erste Teilabschnitt in Betrieb gehen. Damit soll sich die Fahrzeit von über 2 Stunden auf 1 Stunde und 45 Minuten verkürzen.
Gleich geht es bei uns weiter mit aktuellen Meldungen des Tages, also bleiben Sie dran. Jetzt Karrierechancen nutzen und beruflich fortbilden, zum Bilanzbuchhalter oder zum Fachwirt im Sozial- und Gesundheitswesen mit IHK-Abschluss. Informieren und bewerben an der Konrad-Zuse-Akademie Hoyerswerda, Telefon 20 90 65 und im Netz unter zusack.de. Was malst du Schönes? Das bin ich. Und das ist die Mama. Und das hier ist der Mann, den wir auf das besuchen. Der Mann? Klar, der weiß, was sie braucht, hat sie gesagt. Und die Zukunft planen sie auch zusammen. Guter Mann. Nur wer sie gut kennt, kann ihre finanzielle Zukunft gestalten. Das Sparkassenfinanzkonzept. Die Zeit der Krötenwanderung neigt sich dem Ende zu. In den nächsten Tagen kann damit auch der Schutzzaun an der B97 zwischen Neukolm und Bröten abgebaut werden. Hier sind besonders viele Tiere unterwegs, denn auf der anderen Seite befindet sich eine alte Tongrube, zu der sie zum Laichen wandern. Der ungefähr 1 Kilometer lange Schutzzaun hilft den Tieren bei ihrer Wanderung seit 2012. Für ihn verantwortlich ist die Ortsgruppe Witschenau des Naturschutzbundes. Die Straßenmeisterei baut den Zaun zur Wandersaison auf und Hagen Rothmann kümmert sich darum, dass die Tiere unbeschadet über die B97 kommen. Ja, der Krötenzaun sperrt im Prinzip den Wanderweg ab. Die Amphibien kommen an dem Zaun an oder an der Folie. Und können dann nicht weiter, wandern entlang dieser Folie und fallen dann in eingebrachte, eingegrabene Eimer. Und aus den Eimern werden sie dann wieder herausgenommen, werden gezählt und das Geschlecht bestimmt und dann praktisch über die Straße getragen. Mit neongelber Warnweste, Gummistiefeln und einem Eimer bewaffnet, geht der Naturschützer jeden Morgen am Schutzzaun der vielbefahrenen Bundesstraße entlang und sammelt die Tiere ein. Dabei ist Vorsicht geboten, denn hier herrscht viel Verkehr. Da müssen nicht nur die wanderlustigen Kröten aufpassen. Aber warum muss es eigentlich unbedingt hier lang gehen? Das liegt daran, dass auf der anderen Seite eine aufgelassene Tongrube sich befindet. Und in dieser Tongrube haben sich die Amphibien angesiedelt, das ist das Laichgewässer. Und im Laufe der Zeit bilden sich dann also Wanderbeziehungen heraus. Ne? Und deshalb an der Stelle dieser mobile Schutzzaun. Hagen Rothmann engagiert sich ehrenamtlich, damit die große Artenvielfalt in dem Gebiet um die stillgelegte Tongrube geschützt werden kann. Insgesamt wandern 10 Arten. Das sind also Erdkröte, Knoblauchkröte, dann Frösche auch, also Teichfrosch, kleiner Wasserfrosch, Moorfrosch und dann 3 Arten von Molchen, also Teichmolch, Kammolch und Bergmolch. Seine Kontrollgänge absolviert der Vorsitzende der Ortsgruppe Witschenau mit großer Passion für den Arten- und Naturschutz. Umso mehr freut es ihn natürlich, wenn er besonders vielen Amphibien bei der Wanderung helfen kann. Bei günstigen Temperaturverhältnissen kann es auch schon mal passieren, dass man eine sehr große Menge in Herr Rothmanns Eimern finden wird. Ja, die größte Anzahl, also insgesamt ist es so, dass im ersten Jahr hatte ich ungefähr 500 Tiere, im zweiten Jahr über 1000 und in diesem Jahr sind schon über 2500. Und an einem Tag bei günstigen Wanderbedingungen muss man schon damit rechnen, dass also waren so 800 bis 1000 Tiere wandern. Die Reise zum naheliegenden Laichgewässer beginnt für die Amphibien, sobald sich die Temperaturen frühlingshaft erwärmen. Allerdings kam es in dieser Saison zu Verzögerungen. Dieses Jahr war es gekennzeichnet durch ein ständiges Auf und Ab. Das hängt damit zusammen, dass wir hohe Tagestemperaturen hatten und dann niedrige Nachttemperaturen. Ne? Und über Ostern war ja durchgängig Nachtfrost. Also die Tiere wandern nur in der Nacht. Ja, und wenn es denen zu kalt wird, dann bricht die Wanderung also zusammen, dann warten die wieder ab, bis es etwas wärmer wird. Und deshalb, weil es eben viel in den Nächten sehr kalt war, war die Wanderung, die eigentlich durchgängig sein sollte, immer wieder mal unterbrochen. Der Schutzzaun an der B97 ist, wie bereits gesagt, eine mobile Anlage. Geht es nach den Wünschen von Hagen Rothmann, sehe er hier gern einen Tunnel unter der Bundesstraße. Dann könnten die Tiere gefahrlos und ganz ohne Hilfe ihre Frühlingswanderung absolvieren. Die sächsischen Jobcenter haben im vergangenen Jahr mehr als 73.000 Sanktionen ausgesprochen. Häufigster Grund waren versäumte Termine bei der Behörde. Die Sanktionsquote ist relativ gering und liegt bei 3,4%. Weitere Meldungen des Tages haben wir jetzt für Sie zusammengestellt. Ein
An diesem Sonntag starten wieder die Hoyerswerda Musikfesttage. In diesem Jahr gibt es ein besonderes Jubiläum zu feiern. Schließlich finden sie zum bereits 50. Mal statt. Im Juni 1966 fanden die ersten 4 Konzerte, damals noch in der Scholzhalle und dem Zoo, statt. Im Laufe der Jahre hat sich das musikalische Spektrum erweitert und durchschnittlich werden zwischen 10 und 11 Veranstaltungen in den 3 Wochen angeboten. Auch 2015 wird es für jeden Geschmack etwas geben, hofft man in der Lausitzhalle. Mehr Informationen dazu gibt es gleich. Genau. Viele fleißige Hände waren am Sonntag im Sportforum am Werk. Mehr als 20 Erwachsene und Kinder waren dem Aufruf der Initiative Stadtwunder gefolgt und zum Frühjahrsputz am Rodelberg erschienen. Im Ergebnis wurden 27 Laub- und 8 Müllsäcke mit Unrat wie Gartenschläuche, Flaschen, Plastiktüten, Messer, Kondomen und etliche volle Hundekotbeutel eingesammelt. In der alten Berliner Straße in Hoyerswerda wird ab Mittwoch gebaut. Zwischen der Kolping- und Spremberger Straße ist eine halbseitige Sperrung eingerichtet. Der Verkehr wird mit einer Ampel geregelt, die Arbeiten sollen bis zum Samstag abgeschlossen sein. Am Donnerstag ab 6 Uhr beginnen wieder feste Kontrollen auf den Bundesstraßen. Im vergangenen Jahr war zu schnelles Fahren der Hauptgrund für jeden zweiten Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang, erklärt Polizeipräsident Conny Stiel die Aktion. Auch in unserer Region ist Vorsicht geboten. Geblitzt wird von 13 bis 19 Uhr auf der A4 zwischen den Anschlussstellen Bautzen West und Bautzen Ost, auf der S198 im Ortsteil Schwarzkolm von 11 bis 12 Uhr, in Naht von der Zeit von 15 bis 16 Uhr und in Arnsdorf in der Karswaldstraße zwischen 12 und 14 Uhr. Offenbar Diebe waren auf der Kriegsgräberstätte in Nord am Werk. Gestohlen wurde eine Grabtafel mit Inschriften, so die Polizei. Weitere Grabsteine wurden beim Versuch, die Tafeln aus den Steinplatten zu lösen, beschädigt. Die Höhe des Schadens kann noch nicht angegeben werden, die Kriminalpolizei ermittelt. Am Wochenende wurde an der Turnhalle am Foucault-Gymnasium in Hoyerswerda herumgeschmiert. Mit schwarzer Farbe sind im Eingangsbereich illegal Graffitis angebracht worden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Schätzungsweise vor höchstens 10.000 Menschen hat Gerd Wilders am Dienstag in der Dresdner Flutrinne gesprochen. Er schmeichelt den Pegida-Anhängern, sie seien in seinen Augen Helden. Zuvor hatten Verkehrschaos, Polizeibarrikaden, Straßensperrung und Demonstrationen das Bild der Dresdner Innenstadt am Nachmittag geprägt. Die ersten Demonstrationszüge, die in einer Art Sternlauf hier bis zum Bahnhof Mitte führten, haben um 14 Uhr bzw. 14.30 Uhr begonnen. Ab diesem Zeitpunkt kam es insbesondere im Bereich der Dresdner Friedrichstadt und dem angrenzenden Bereich rund um die Marienbrücke und dem Bahnhof Mitte zu Verkehrsbehinderung. Allerdings nur temporär, wenn halt gerade die Demonstrationszüge durchgelaufen waren. Unter anderem beim Sternmarsch setzten neben Politikern Schüler und Studierende Zeichen gegen das Pegida-Großevent. Wir gehen davon aus, dass insgesamt knapp 3.000 Personen gegen diese Veranstaltung im Messegelände demonstriert haben. Rund 2.500 davon an den bereits erwähnten Sternmärschen beteiligt waren und etwa 450 oder bis zu 450 Personen an 2 spontanen Veranstaltungen, insbesondere im Bereich der Jenize, des sogenannten Tabakkontor oder vor dem Heinz-Steier-Straße. Und dieser Bereich war auch von einer spontanen Veranstaltung betroffen. Ausschreitungen oder handfeste Auseinandersetzungen hat es laut Dresdner Polizei nicht gegeben. 12 Straftaten haben die Beamten rund um das Demonstrationsgeschehen erfasst. Ermittlungen wurden eingeleitet. Sternmarsch, Dresden-Nazi-Freidemo und Sitzblockaden beeinflussten das Geschehen in der Flutrinne aber nicht. Die Polizei hatte das Gelände bereits am Nachmittag weiträumig abgesperrt. Für den Großteil der Demonstrationsgegner gab es kein Durchkommen an Polizeibarrikaden. Ihren Unmut über die Veranstaltung äußerten sie aber dennoch. Am Kongresszentrum zeigt man Flagge. Und sogar auf dem Gelände haben Gegendemonstranten im Vorfeld überspitzte Botschaften verteilt. Nur wenige Gegner beobachten den Auftritt von Wilders in der Flutrinne.
Noch während der Veranstaltung berichtet Pegida-Oberhaupt Lutz Bachmann von Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Gegendemonstranten in der Friedrichstadt. Diese werden aber von der Dresdner Polizei dementiert. Im Bereich der Dresdner Friedrichstadt, hier offenbar auch im Bereich der Friedrichstraße, kam es nicht zu einer Auseinandersetzung zwischen der Polizei und Gegendemonstranten. Sowohl Einsatzkräfte der Polizei, also Gegendemonstranten waren dort vor Ort. Auseinandersetzung gab es jedoch nicht. Für kommenden Montag kündigt Pegida eine Pause an. Erst am 27. April soll am Dresdner Altmarkt wieder demonstriert werden. Bis dahin will Bachmann die Bundesableger unterstützen und stärken. Pegida Dresden wird sich in den kommenden Wochen wohl verstärkt dem Oberbürgermeisterwahlkampf von Tatjana Festerling widmen. Warm und sonnig war es heute und auch morgen steht uns noch mal ein richtig schöner Frühlingstag bevor. Mehr zu den Aussichten erfahren Sie gleich. Immer gut informiert mit Elsterwelle, dank Ihrer Werbung und ganz ohne Gebühren. Liebe Zuschauer, Sie haben es gerade gesehen, die Hoyerswerda Musikfesttage werfen ihre Schatten sozusagen ganz, ganz schnell vor sich hin. An meiner Seite Carmen Hoffmann, die bereits seit 16 Jahren das Ganze organisiert. Ich denke mal, trotz der vielen Erfahrungen, diese Tage sind doch etwas Besonderes, oder? Ja, es sind die 50. Musikfesttage. Das ist schon ein besonderes Erlebnis, zeigt auch, wie hoch die Wertigkeit dieses Jubiläums ist und wie sehr die Hoyerswerda auch ihre Musikfesttage genießen und lieben. Wie sieht es eigentlich aus? Wird sich das Programm zu den anderen Musikfesttagen ein wenig verändert haben? Auf jeden Fall. Wir haben mehr Konzerte in diesem Jahr, also 14 Konzerte, weil wir gedacht haben, jedes Genre, das in den Musikfesttagen in den letzten 50 Jahren mal aufgegriffen worden ist, das soll auch hier wieder bedient werden und präsentiert werden. Und dadurch sind es ein paar Veranstaltungen mehr. Wir haben aber auch ein paar Show-Elemente dabei, wie das Konzert Tervis Visuell Classics oder Sekt, Frack und Rock'n'Roll mit der Band Bitlabu. Und alles in allem kann man sagen, dass wir ein klassisches Musikfest haben, aber mit sehr vielen heiteren Konzerten. Heitere Konzerte klingt ja vor allen Dingen für die Jugend interessant, für die man natürlich auch wieder ein spezielles Angebot hat, ne? Ja, wir haben für unsere jungen Leute die Musikfesttage Flatrate. Das heißt, jeder, der möchte, der die Konzerte besuchen möchte, kann für einmalig 5 € eine Karte kaufen und dann alle Konzerte der Musikfesttage kostenlos besuchen. Da würden wir alle gerne herzlich einladen. Und weil wir der Meinung sind, es sind wirklich tolle Konzerte, hier kann man mal reinschnuppern. Man muss auch nicht bis zum Ende bleiben, aber anschauen, gucken und vielleicht dann im nächsten Jahr eine richtige Karte kaufen. Wie sieht es eigentlich aus? Sie sprachen gerade an, man will vor allen Dingen Jugendliche jetzt ansprechen. Die Reihe selbst seit 50 Jahren, das größte Problem war wohl immer, die Leute für Klassik überhaupt zu interessieren, oder? Zunächst mal ja, also es gibt schon ein großes Publikum, das klassische Musik interessiert, die auch immer wieder kommen. Es ist aber so, die Musik ist ja sehr vielfältig, also kann sehr viel ausdrücken, sehr viel Emotionen erzeugen. Und natürlich ist es so, dass man sagt, wir haben doch für jeden etwas dabei. Also nicht nur für ältere Leute, nicht nur Klassisches. Und deswegen sind wir doch mehr bemüht, einen anderen Blickwinkel auf die Musikfesttage zu lenken, um zu sehen, wir sind auch heute in dieser Zeit modern, frisch, jugendlich. Und da sollten natürlich auch die jungen Leute nicht fehlen. Sie sagt gerade modern, frisch, jugendlich. Ich weiß, es ist schwer. 3 Höhepunkte? Tervis Visuell Classics, das Konzert mit Valerie Oistrach und der Sinfonietta Dresden und das besondere Instrument mit der Lochkartenspieluhr. Nun sprachen wir davon, auch Kinder werden immer mit eingebunden. Da gibt es in diesem Jahr einen recht bekannten. Ja, Gerhard Schöne ist unser Gast, der vor ganz vielen Jahren in der Lausitzhalle schon mal aufgetreten ist. Alle erinnern sich sicherlich an das Lied Jule wäscht sich nie. Die Jule ist nun mittlerweile auch größer geworden. Deswegen gibt es auch ein neues Programm und das heißt, denn Jule schläft fast nie, weil sie ist so neugierig, dass sie ständig ihre Eltern befragt und die dann alle nicht zur Ruhe kommen. Am besten anschauen, unsere Familienvorstellung, die bei den Musikfesttagen nicht fehlen darf. Ein Klassiker ist auch immer, dass die Jugend vom Prinzip her mit Jugend musiziert, die Preisträger hier eröffnen. Richtig, also in diesem Fall oder in diesem Jahr haben wir eine
junge Saxophonistin, das ist Emily Günzel. Sie bekommt beim Eröffnungskonzert den Ehrenpreis des Oberbürgermeisters der Stadt Hoyerswerda. Sie hat den Wettbewerb Jugend musiziert gewonnen und wird in traditioneller Weise mit der neuen Lausitzer Philharmonie einen Konzertsatz spielen. Was ja die Musikfesttage auch auszeichnet, internationale Gäste, aber logischerweise auch die Künstler aus der Region dürfen sich hier zeigen, präsentieren. Und da sind wir ja eigentlich auch schon beim Abschlusskonzert, oder? Ja, das ist richtig. Es ist ein ganz wichtiges Anliegen, die Hoyerswerda auch mit ihren Musikfesttagen zu verbinden. Und deswegen treten auch wirklich viele Künstler hier bei uns auf, die in irgendeiner Form entweder früher mal die Musikschule besucht haben oder so. Es gibt viele ehemalige, die heute große, weltweit anerkannte Künstler sind, wie zum Beispiel Professor Detlef Kaiser oder Gernot Süßmuth. Natürlich gehört auch das Sinfonische Orchester dabei. Das Sinfonische Orchester begleitet eigentlich seit fast 50 Jahren die Musikfesttage fast immer mit dem Abschlusskonzert. Und natürlich in traditioneller Weise werden sie auch die 50. Musikfesttage beenden. Trotzdem gibt es etwas Neues. Es wird nicht mehr Herr Michlenz am Dirigentenpult stehen, den wir ja verabschiedet haben im letzten Jahr. Es gibt eine neue, junge Dirigentin, die einen sehr guten Job macht, wie man sehen und hören wird. Und da ist uns um die Zukunft des Sinfonischen Orchesters überhaupt nicht bange. Und wir freuen uns auf die nächsten Konzerte mit dem großen Klangkörper, wo fast alle aus Hoyerswerda stammen. Liebe Zuschauer, Sie haben es gehört, es ist ein breites Programm, www.musikfesttage-hoyerswerda.de. Da ist das alles nochmal nachlesbar und man kann dort auch Tickets kaufen. Auf der Kinder- und Jugendfarm in Hoyerswerda können am Mittwoch kleine Waldkünstler den Frühling entdecken. Möglich ist dies von 14 bis 18 Uhr. Der Hoyerswerder Spätleseverein lädt am Mittwoch in die Bräulerbar in der Curiestraße zum Clubnachmittag ein. Dieser beginnt um 14 Uhr. Blutspenden kann man am Mittwoch in Losa. Zum Adelhass wird von 14.30 Uhr bis 18.30 Uhr in die Oberschule in der Kirchstraße gebeten. Die Initiative Zivilcourage und die Stadt Hoyerswerda laden am Mittwoch zur Aktion Tag und Nacht für Toleranz. Dabei stehen zahlreiche Angebote für Kinder, Jugendliche, aber auch ganze Familien im Programm. So öffnet zum Beispiel am Nachmittag in der Brigitte-Reimann-Bibliothek ein Lesecafé, werden im NATZ Spiele aus aller Welt angeboten oder auf der Kinder- und Jugendfarm das Zusammenleben verschiedener Kulturen zelebriert. Das komplette Programm kann im Internet unter hoyerswerda.de eingesehen werden. Das Cinemotion Hoyerswerda zeigt am Mittwoch neben den Filmen des regulären Programms in der Reihe Kino für Kenner um 16.15 Uhr die Komödie Sehnsucht nach Paris und in einer Männervorpremiere den Thriller Run All Night. Und das Duo Zärtlichkeiten mit Freunden ist am Mittwoch im Stadttheater Kamenz zu erleben. Das Musikkasparett beginnt um 19.30 Uhr. Nachts teils gering bewölkt und trocken bei 9 bis 6 Grad. Am Mittwoch viel Sonne und durchweg niederschlagsfrei. Das Quecksilber klettert im Tagesverlauf auf Höchstwerte von 20 bis 23 Grad. Das war's von uns für Dienstag. Das Team der Drehscheibe wünscht Ihnen noch einen schönen Abend. Bis morgen.